Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fallout 2. Wir wollten gerade weitergehen und ein bisschen so gucken, was man hier noch so alles machen kann. Gar nichts mehr. Stimmt, genau, wir wollten das SHS, das wir uns geholt haben bei der Enklave, nachdem wir uns stundenlang durchs Ödland gequält haben und vergeblich versucht, also was heißt vergeblich, vergeblich war es nicht, wir haben es ja geschafft, nachdem wir ewig versucht haben, alle Zufallsbegegnungen zu bekommen, ist uns das letztendlich gelungen. Und jetzt können wir weiterspielen. Jawohl, endlich. Aber Zufallsbegegnungen sind auch viel zu cool und ich meine, wenn wir nicht 5 Stunden durchs Ödland gegangen wären, hätten wir jetzt nicht Gänseblümchen. Ein Topf mit Gänseblümchen. Sind sie nicht hübsch? Haha. Ohne Ödland. Nix mit Gänseblümchen. Also hat sich das definitiv gelohnt. Diese Tür hier kann man unrealistischerweise nicht öffnen ohne das SHS. Man kann es nicht in die Luft sprengen. Also wenn es eine Atomexplosion irgendwann mal geben wird und alles auf der Welt wird zu Staub zerfallen, diese Tür wird danach noch existieren. Du erreichst nichts. Dann machen wir... Zack. Du erreichst nichts. Dann... Zack. Du erhältst 2000 Erfahrungspunkte. Klick, das Licht geht auf der schwarzen Platte... das Licht auf der schwarzen Platte wird grün. Dann können wir hoch. Dann können wir darüber. Ah, geh weg, Markus. Ach, das ist eine ganz tolle Stelle, ist das. Genau. Hm. Du siehst Computer. Da. Piep, Terminalstörung, Navcomp-Installation erforderlich. Piep. Da haben wir Navcomp-Teile. Wenden auf. Zack, Navigationscomputer online. Abmelden. Ja, genau. ihr wollt mich jetzt verarschen, oder? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nee, nee, das machen wir jetzt anders. Ihr kommt her, ihr Lappen. Oh, da ist einer. Da ist der zweite. Ja, das ist definitiv der schnellere Weg. Diese dummen Begleiter. Warum macht man auch Gänge, die so schmal sind? Das macht man doch nur zum Trollen, oder? So, dann können wir weitermachen. Aber erstmal... reden wir mit Meister Knochen in der Nase. Was du wollen? Ich will dir meine Scheiße geben, ne? Das brauche ich nämlich nicht. Und die Navcom-Teile sind weg. Ja. Gut. Ich will es einfach nur nicht sinnlos im Inventar gammeln haben. Das nervt mich dann so. Gut. Gut, gut. Dann können wir wieder hochgehen. Und ich denke mal, wir haben alles erledigt. Wir haben die Navcom-Teile installiert. Wir haben damals von den Ski die, den Treibstoff in den Tanker geleitet. Ich glaube, sonst müssen wir nicht mehr viel erledigen. Schauen wir mal. Und chillen hier auf dem ersten Speicherplatz. So. Hallo, Aaron Myers. Schön, dich wiederzusehen. Was brauchst du? Wie bei irgendwie dieses Ding in Gang. Wie du den Kahn steuerst, wie ich sehe, hast du schon vollgetankt. Wenn du alles andere erledigt hast, musst du nur noch auf den Knopf drücken. Den Rest macht dein Computer, wenn er funktioniert. Den Rest macht der Computer, wenn er funktioniert. Ihr werdet auf direktem Weg zur Bohrinsel segeln. Man wird nicht einfach feuern, weil du den EFF-Transponder hast. Du musst nur dafür sorgen, dass du alles Nötige hast. Zugang zu erhalten, SAS-funktionierende Computer und Benzin ist doch ganz einfach, oder? Gut, ja, Knopf drücken. Willkommen bei Poseidonet. Dieses Terminal überträgt nur Daten zwischen Tanker, PAS, Waldets und Doktum. Befehl, Start. So, dann machen wir uns auf die Reise. Ui, eine Videoszene. Piep, piep, piep. Chillig, sieht aus wie ein Radio. Voll. Ah ja, sehr schön.
Tja, da fällt alles runter. Da segeln wir los. Ohne Rücksicht auf Verluste, egal ob die Leute an Bord mitgehen wollen oder nicht. Wir segeln jetzt einfach los. Wieso sollten wir jemanden fragen, ob sie mitwollen? Wir machen einfach, was wir wollen. Sind sowieso Vagabunden, denen wird es wahrscheinlich sowieso wurscht sein. Da stechen wir in See. Und das Ding fährt ganz automatisch, ohne Wenn und Aber. Eisberg voraus! Oh Gott. Ganz schön lange Videosequenz für dafür, dass eigentlich nur ein Schiff ablegt. Ah, okay, okay. Oh. Oh, 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 oh. Da fahren wir mitten rein. Und es wird nicht auf uns geschossen. Okay, wir docken an. Ich verstehe nicht, warum wir noch so andocken dürfen. Bloß weil irgendein Schiff hier reinfährt, das den IFF-Transponder hat. Ich meine, rein logisch gesehen müssen die uns alle abknallen. Welcome to the Enklave. Okay. Welcome to the Enklave. 15.000 Erfahrungspunkte und ein neues Level. Hätte nie geglaubt, dass die Oldtimer wie ich so weit mitschleppen würdet. Lasst uns die Sache zu Ende bringen und nach Hause gehen. Ja, bevor wir hier reingehen, machen wir einen kleinen Check. Fangen wir mit den unwichtigen Sachen an und kommen zu den wichtigeren Sachen. Wir haben das Geek. Das. Beschreibung, das. Dann haben wir mutierter C. Das ist sehr wichtig. Ja, wir haben ein paar Stimpacks, wir haben ein bisschen Munition, wir haben Waffen, wir haben ein paar Drogen dabei. Kronkorken, okay. Dann ganz wichtig, wir haben das Osterei, das ist sehr wichtig. Und das Wichtigste, wir haben Gänseblümchen. So, Checkliste abgeschlossen, wir können speichern. So, was haben wir hier? Oh, 300 IP und, oh, schaut an, ich kann wieder was vergeben. Ich brauche mittlerweile echt nichts mehr. Zusätzliche Kriterien wären natürlich noch cool, aber brauche ich's? Hätte ich 12%. Ah, ich muss wieder skillen hier. Ah, ich muss skillen. Ah, ich weiß nicht auf was. Wie viele Erfahrungspunkte brauche ich denn fürs nächste Level ab? Über 40.000. Ah, das ist gar nicht mal so viel. Ich meine, wir sind hier am Schluss, ne? Hier gibt's voll die EP und so. Was könnte man denn da machen, Leute? Ich habe keine Ahnung. Einfach mal speichern und weitergehen. So. Zack, da sind wir. Ja. Enklave. Hallo, Turm. Gut, was machen wir? Wir gucken erstmal, was da vorne so los ist. Und chillen hier mal ein bisschen durch. Ah, in der ersten Ebene ist gar nichts. Schauen wir mal, wo es da lang geht. Computerkonsole. Sie ist Tür. Ah ja, hier werden wir schon angegriffen. Das... Oh, ich wurde für 146 getroffen. Was zum Teufel? Wow. Ich wurde für 146 getroffen. Schauen wir mal diese Computerkonsole. Was, wie geht das? Das war irgendein Fehler oder so. Poseidonet, gehe ins Auswahlmenü. Einloggen. Benutzererkennung eingeben. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Smith J. Auswählen. Sicherheitsstatus. Sicherheitsstatus. Auflistung. Der Terminal zeigt eine Liste mit ungefähr 500 Namen. Dieser hat genehmigten Zugang. Der sieht aus, irgendwie speziell aus. Präsident-Passwort, außer Kraftsetzen der Sicherheitsfunktion. Außer Kraftsetzen der Sicherheitsfunktion hat erfordert das Präsidenten-Passwort. Erlaubte Option gegen Aufstand, Notfall, Defensiv, Systemstilllegung. Ich habe mir das anschauen, gegen Aufstand.
Ging auch schon. In dem Fall einer bewaffneten Rebellion befähigt die Poseidon-Sicherheitsschlüsselkarte die Defensivsysteme auf alle vorher treuen und jetzt bedrohenden Einheiten aus dem Gebiet anzuwenden. Defensivsysteme sind darauf programmiert, die gefährlichen Feinde zuerst anzugreifen. Warnung, derzeit Operationslevel nur Eingangslevel. Aktivieren. Der Sicherheitsschlüssel vom Präsidenten. Mich würde interessieren, ob ich den Scanner durch ein Hacken die Zugangsdaten täuschen kann, damit er glaubt, ich hätte den Schlüssel. Ich denke, ich werde es versuchen. Illegale Prozedur entdeckt. Weiterer Zugang zu diesem Terminal ist abgesperrt. Verstärkungsalarm gesendet. Verdammt, das war überhaupt nicht das, was ich wollte. Gut, das können wir nochmal laden. Gut, ich werde hier Folgendes tun. Ich werde diese Türme vernichten. Ich werde aber erst später sagen, warum ich das tue. Ich werde euch da noch etwas im Dunkeln lassen. Ich hoffe, dass jetzt nicht jeder von diesen Türmen 156 Schaden macht. So. 84. Leck mich fett, ist das viel. Die werden mich jetzt zerfetzen. 95. Okay, Leute, wir haben ein kleines, aber feines Problem. Diese Türme sind perverse Lappen, die mich extrem niederbashen. So. 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 Gut, der da unten ist schon mal kaputt. Der dürfte kaputt sein. Der dürfte kaputt sein. Und wenn der mich jetzt nicht für über 97 Trefferpunkte trifft, 82, okay, dann habe ich das geschafft. Ist mir jetzt unbegreiflich, warum die so viel Schaden machen. Das muss irgendein Fehler sein, weil 82 Schaden non-crit, also unkritisch, ist schon ziemlich gewaltig. Wie gesagt, ich werde euch später sagen, was das hier alles zu bedeuten hat. Das wäre jetzt gespoilert, wenn ich das zu früh machen würde. So, erstmal ein bisschen Stimpaks nehmen. Ja, das kann jetzt ein bisschen dauern. Vor allem werde ich Goris wahrscheinlich auch heilen müssen. Deswegen mache ich das jetzt mal ein bisschen anders hier. Wie viel hat Goris noch? Er hat 124 noch. So. 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 Sodala. Ja, wir müssen jetzt erstmal wieder ein bisschen hochheilen, dass wir ungefähr 300 Trefferpunkte wieder haben. Ich meine, wir haben ja genug Stimpaks. Notfalls holen wir uns von unseren Begleitern noch ein paar. Normalerweise habe ich mehr Stimpaks, wenn ich an dieser Stelle bin, aber ich dachte nicht, dass hier so perverse Gegner sind. So. Wie viel habe ich noch Stimpaks? Jetzt habe ich es gerade gesehen. 139, ja. Speichern wir das mal ab und, ja. Ja. Komm, Zufall 8 ist mir jetzt auch egal. Brauchen wir wahrscheinlich eh nicht mehr diese Saves. Gut, dann schauen wir mal weiter. Das war der erste Raum. Nee, das war schon schlimm eigentlich. Da, ich glaube, das war eine ziemlich kranke Scheiße. Normalerweise, ihr habt ja gesehen, die Türme sind ja nicht feindlich. Normalerweise kämpft man ja auch gar nicht gegen die. So. Ja, ganz oft speichern.